Bin gespannt, ob sie in eine düstere Richtung gehen. Nettes Sümmchen. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist, aber jemand hat uns gerade ein Video namens vielendank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Zeig mal her. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Darkweb. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Naut. Na, ich kenn dich schon zu gut. Du bist die Fee neu davon. Also sehen wir mal, wer du Faye. Finn Faye von Miles Morales, Alter. Gescheißen, ich kenn dich schon zu gut. Bist du von DedSec? Nein! Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja. Oh. Oh! Mann, schon gar nicht mehr so schlecht aus. Heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Das war ja gruselig. Wie heißt sie, Bagley? Ich habe Nauts Namen. Oh, Rufzeichen. Achso, das ist wegen dem jetzt. Ich denke mal ganz so. Rufzeichen? Interessant. Und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt. Ach, und doch. Das Ergebnis war nichts. Achso, oh, na, ist trotzdem no. Das Versteck. Okay, Ich hab's kapiert. Wir denken nicht ernsthaft darüber nach, uns mit dieser Dark Web-Troller zu treffen, oder? Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich habe sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Korrekt, Mann. Los geht's. Und wir haben dann auch gleich ein paar neue Punkte dazu. Besser geht's eh nicht mehr. Bin fast mehr gegangen, aber ist ja wurscht. Hauptsache ich bin ein Teenie. Ui, um die Kurzkunde. Servus, Tony! Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Servus, mein Kleiner. Du machst mir auch noch da, wenn ich aufnehmen tue, gell? Ja, was sehe? Du Halunke, du. Du stehst drauf, Alter, live zu sein, gell? Was sehe, Alter? Der will meinen Job übernehmen. Da ist er, Halunke. Und der war gerade gut scheißen. Na super. War grad scheiße und dann hat er sich doch gehabt, ja, er schmiert gleich alles bei mir rein. Ja, Maschala. Ein bisschen streng. Aber der ist ein Orga. Wenn du scheißen gehst, kommt der urgern mit. Oh, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie der sich das jetzt holen will? Weil ich weiß ganz genau. Dann weißt du was? Spider-Bot. Der Winkel wird wahrscheinlich nicht. Halt ich da rauf? Ja, der wird sicher abrutschen. Mal schauen. Ja, und mit. Ja, nie. Nein. Warte. Oh, perfekt gerettet. Aber perfekt, Alter. Wow. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, Alter. Wirklich schön gerettet. Red immer nicht. Der gönnt sich mal wieder die Musik. Der gönnt sich. Der Huren. Oben? Ein bisschen weiter oben, okay. Auch wieder Technikpunkt. Warte, von der sein? Ich fahr lieber noch eine Runde. Du bist drin. Finde das Ziel. Ich bin noch nicht mehr näher drin. Aber warte, ich muss da einmal noch herumfahren. So, jetzt bin ich drin. Ja, schau jetzt. Hupfen wir mal um. Da ist mal nichts, da ist auch nichts. Da haben wir eh wieder was zum Hacken. Da muss ich anscheinend wieder persönlich hingehen. Da kann ich aber auch wieder meinen Spider-Bot rufen. Ist nicht so tragisch. Wie schauen wir da aus? Ja, tust du halt einmal von der Weide ein bisschen hacken, weißt du? Aber das ist ja geil, wenn ich den sprengen könnte. Nur schocken ist ja nichts, weißt du? Oder vielleicht auch da oben? Ja, wir haben da eh was da oben. Wir haben eh was. Nee, jetzt bist du doch wieder da. Jetzt wirst du, glaube ich, wieder scheißen, mein Junge. Jetzt wirst du wieder scheißen, als du da doch gehabt hast. Der Maschau auch, oder wie? Wie ist das? Versteh das richtig? Oh, anlocken und scharf machen, auf alle Fälle. Das wär's, oder beide auf einmal. Wow, das wär's. Das wäre schön gewesen, das wäre wirklich schön gewesen. Ich mach das mal scharf.
anlocken dauert zwar ein bisschen, aber ist ja wurscht. Wird schon hingehen. So, da ist auch klar, da haben wir auch ein bisschen was. Warte. Den kann ich nur deaktivieren. Sag her, Kampfdrohne. Ah, okay, 15 haben wir nur. Drohne, was haben wir da? Wo ist da Kampfdrohne? 6 Bezirke auf. Bist du deppert? 6 Bezirke ist aber ein bisschen heftig. Da bin ich froh, dass ich es nur deaktivieren kann. Alter, da muss ich ja alle Bezirke freischalten. Bist du narrisch? Estavara, was ist mit dir? Du wirst immer, wenn ich aufnehmen tue. Stockt er, gell? Jetzt nicht bei sie, Havara. Sonst heute Abend, mein Kleiner. Na gut. Okay, da haben wir anscheinend auch einen Rekrut, oder was? Ich muss ja anderen hin rekruten. Macht ja keiner. So, da Scharfstellen auch noch, ist ja wurscht. Ob irgendeiner wichtiger Meier geht oder nicht. Hauptsächlich Meier. Bei der Seite kann ich mal eher nicht Meier machen, okay. So, dadurch, dass ich jetzt den Spider-Bot aktivieren kann, hau ich ihn gleich mal um. Und schau, dass ich gleich mal reinkomme. So, mein Spider-Bot, jetzt darfst du mal wieder reinstecken. Sehr schön. Wird gleich wieder mitgenommen. Dann geht er gleich wieder rein. So eckt denn der Scheißdreck? Oh, eine da mit dir. Und tschüss. Ja, du gehst eh zu mir, tu nicht so. Irgendwie schauen, dass ich die kaputt mache, die Drohne. Netter Versuch, aber ganz, ganz netter Versuch. Duni, los das, na, das ist mein Mikrofon. Na, leg die wieder hier, Havara, leg die wieder hier, komm. Leg die hier, ja, bleib ruhig, Warner. Du stinkst ein bisschen nach Kacki. Ist das böse? Na, es ist einfach nur ehrlich. Ah, perfekt. Habt ihr mich da jetzt sehen? Wie ihr warst erst Havara. Immer dann, wenn ich spüre, braucht der Aufmerksamkeit. Hört man eigentlich so ein Schnurren? Müsste ich mir mal meine neuesten Videos mal anschauen. Hab schon wieder nicht angeschaut. Super. So, ja, jetzt geht er, Digi. Jetzt geht er. Der muss unbedingt da sein. Wenn der sie wenigstens hinlegen würde, weißt du, was ich meine? Legt sie einfach auf Chili Vanille hin. Nein, macht er nicht einmal. Nutzt sie das Vollpotenzial. Und irgendwie, ja, da kann ich was. Ja, schaut gut aus. Setzen Sie sich heute auf unseren Vater. Oh, ich schnapp mir den einfach mal. Egal, ob der was kann oder nichts dafür. Ich schnapp mir den Huren. Wahrscheinlich genau unterhalb sein, oder was? Nein, da irgendwo dazwischen, oder was? Bist du wahnsinnig? Ah, von daher hätte ich auch kommen können, das sieht man. Müssen wir nur schauen. Okay, dann wird es wahrscheinlich von Drohne, also nicht drohnemäßig, sondern. Ja, wirf einfach oben, scheiß drauf. Wirf einfach oben und. Ja. Ich schau nur ganz kurz, dass ich weiß, dass ich da wenigstens ein bisschen in Sicherheit bin von der Hurdensdrohne. Achso, ich muss sogar oben. Nein, ich sehe oben. Ja, na sicher, oder? Du hast gleich kaputt gemacht und tschüss. Ist das auch gleich mal aktiviert. Schauen wir nur mal, dass wir da überhaupt reinkommen. Das wäre wichtiger. Ja, schaut schon gut aus. Wird sich gleich mal gegönnt. Oh, was gell? Schaut gar nicht mal so zwider aus. Und der Toni kommt schon wieder. Jo. Irgendwann hast du das wieder sicher das Mikrofon wieder. Außer irgendwann, ich weiß eh. Du wirst wahrscheinlich wieder nur Papi, oder? Der ist ein Wahnsinn, der will entweder Aufmerksamkeit, wenn ich spüre, oder er will dann genau dann wieder Papi. Du bist der Gefresszackel. Bist der Wahnsinn. Wie oft du schon meine Videos gestört hast. Du bist der Wahnsinn, du kleiner Gurken, du.
Ja. Du bist der Wahnsinn. Bist nicht so unschuld, Slam. Ich weiß eh. Bist du keiner Huren, du? Jo. Wenn du mir jetzt abschlägst. Schaut gut aus. Ja, werfen wir mal da her. Machen wir mal. Yes. Burli, das ist mein Mikro. Burli. Alter. Bist der Wahnsinn. Erst, Toni. Alter, kann ich nur durch. Mikrofon, so, ja. Jo, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Nutzen Sie das volle Potenzial. Ich bin mir schon wieder zu früh gefreut. Setzen Sie sich voll auf unsere Aber Hörer. Vielleicht jetzt. Vielleicht haben wir es. Jo. Na schau, Bibi-Fan. Bibi-Fan. So, aber jetzt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da raufkommen. Ich sehe schon. Schon praktisch. Ich hab schon wieder fast die Drohne vergessen. Super. Ich bin schon wieder gut. Da war wieder was Gescheites zum Hacken. Einmal. Uff. Auftragsliste. Sehr schön. Einmal da. Einmal entsperren, bitte, danke. Entsperren, Uhrenkind. Schaut ja schon mal noch was aus. Was haben wir da Schickes? Integrieren. Videozugriff, let's go. Ich bin gespannt. Wie man im Hintergrund wahrscheinlich das Schnurren hört. Depp, oder? No. Hi, Digi! Hey, du hast es geschafft! Kommst genau richtig, oder? Wie kann man an? Ein Prakter, da bist du narrisch. Ja, er dachte, ich wäre ein Eindringling. Ich habe das klargestellt. Okay. Also wegen der Nachricht, die ich geschickt habe. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Oh, halt's Maul! Wow. Ich bin einem großen Job auf der Spur. Zu groß für das Gesocks, das 404 verwendet. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist es? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso. Okay. Boah, Brudi, ich kann dir nichts versprechen jetzt. Ich schick dir einen anderen 404-Job. Wieso nicht? Damit wir uns ein bisschen besser Aber versprechen kann ich jetzt nichts. Hör mal, ich kenne dich nicht. Was hast du für Absichten? Warum sind deine Ziele so böse? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann. Wie gefällt mir die alte Bissdepp oder Eiskalt und hat schon wieder hingefragt. Nee, Toni, bleib liegen. Oh, Assassin's Creed Origins, Mashallah, Alter. Bissdepp, oder wie lange hast du gebraucht, Alter? Sicher 50 Stunden. Locker, Alter. Assassin's Creed Origins ist so riesig. Passt, hauen wir sie mal aus aus dem Gebiet. Hauen wir sich da mal aus. Assassin's Creed Origins ist so riesig. Aber Valhalla ja auch so dermaßen. Oh, die sehen wir erst recht nicht reden. Aber da finde ich es halt wieder zu stark gestreckt, die Story. Da taugt man das dann wieder nicht. Sie ist niemals bei Zero Day. Aber spielen würde ich es trotzdem jetzt, wo es in Aktion ist. Würde ich mir fast sogar das Spiel holen. Trotz dieser brutalen Abreibung gerade glaube ich, dass Naut gute Absichten hat. Ich würde bei Ihren Aufträgen helfen. Wenn ihr beschließt, Minijob-Aktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil 100% weil ich keine andere Wahl habe. 100 Stunden? 120? Könnte hinkommen. Oh, Alter, jetzt haben wir da auch gehabt, der bleibt extra stehen, nur für mich. Ja, perfekt. Danke, Digi, danke schön. Alter, ohne Fahrer auch noch. Was will man mehr? Was will man mehr? Sehr schön, sehr schön. Nein, die Musik gefällt mir nicht. Nein, das ist ja schwarz. Also, da haben wir schon was Besseres gehört. Oh, du Deppert, Alter. Und die Polizei ist auch noch in der Nähe. Na, schau mal. Man kennt ihn. Irgendwas wollte jetzt gesagt werden. Nachrichten oder sonst was? Da mal wieder Musik. Ah,
Gerade mal 30? Oh. Oh, okay. Ich hätte eigentlich mit viel mehr gerechnet. Viel mehr gerechnet. Weil ich war es allein schon, wie ich erst bei der Hygiene war, habe ich schon, glaube ich, 20 Stunden gebraucht oder sonst was. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe jedes Gebiet gleich immer fertig gemacht. Das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, wie gründlich du warst, ob du jetzt nur rein story-technisch dich jetzt konzentriert hast darauf oder dass du gesagt hast, okay, passt, ich habe gleich alles gemacht, so gut wie es geht. Ich glaube, irgendwann wird auch fad und würdest nicht alles machen, aber mal schauen. Bin halt ein Jo, ich bin direkt vor Ort. Sehr gut. Es geht um Folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftungen, Deportationen, Bombenanschläge. Fuck, Albion berechnet, wie viel Mist sie anzetteln können, ohne einen Aufstand zu verursachen. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer, das ist der Auftrag. Die scheiß Beach. Aber die kann ich wenigstens nochmal schocken. Der ist leider da. Die ist leider anwesend, das ist das Problem. Sonst wäre ich einfach gleich reingekupft. Hätte ich gleich scheißen gekennen. Okay, ich könnte sie zwar ein bisschen ablenken. Also sie würde sicher gleich was sagen. Weißt du was? Ich gleich da einfach um, scheiß drauf. Ach, schon mal. Mir geht's heute wieder natürlich sehr gut. Danke der Nachfrage. Wenn ich streamen tue, dann geht's mir nur gut. Dann geht's mir nur gut, weil ich bin immer wieder top motiviert. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Also so allgemein. Was soll ich sagen? Wenn ich streamen tue, geht's mir immer gut. Seitdem ich sowieso streamen tue, also jetzt wo ich so lang frei gehabt habe, war das sowieso richtig geil. Und da hat sich's auch richtig schön auszahlt. Und alles drum und dran. Nur musste ich dann halt auch leider dazu sagen, dass es dann halt später immer seltener wird. Stefan, wer schießt denn da jetzt schon? Oh, der hat das aber schnell gecheckt, dass ich da. Heute habe ich mir wirklich meine Zeit gespart. Na, wie schön. Und der hat das aber schnell gecheckt, dass da jetzt. Der Holbert Meyer, also dass der gehackt worden ist. Das wundert mich jetzt aber schon. Also, bleib unten. Bleib unten da, gell? Also, sonst wird es da ein bisschen kritisch. Ist das sonst keiner? Wo ist der keiner? Wieso ist das Geschütz so extrem? Das Geschütz ist ja krank, Alter. Krank unterwegs. Pfah! Das Geschütz ist krank, Alter, bist du deppert. Aufpassen, aber aufpassen, was du tust. Kann ich hacken? Nichts kann ich machen, zeig her. Kann ich wirklich nichts machen? Zeig her, Techniken. Ja, immerhin deaktivieren, immerhin etwas. Das hilft mir wenigstens für ein paar Sekunden, dass ich immer wenigstens den oder den schnappen kann. Oh, und tschüss. Bam. Auf der hat wieder gesessen. Ja, und da fahre ich gleich oben. Arsch. So, ja, das wird schon wieder ein bisschen eine knappe Partie. Ja, aber ich bin schon durch, da ist schon wieder wurscht. Das hab ich gleich gesehen. Ja, sehr schön. Ui, da ist auch schon wieder die nächste. Kann ich das wenigstens von hinten? Oh, jo. Immerhin so, einmal. Kann ich das nicht irgendwie ausschalten? Nur deaktivieren, gell? Really? Es könnte ein bisschen dauern, bis der fällig ist. Aber nur ein bisschen. Er raucht aber schon interessant. Oh mein Gott, das kann was werden. Oko Ushia. Naja, ist das nicht eigentlich so eine Art quasi Mischung von Naruto und Dragon Ball? Kann ich
ich das deaktivieren? Das wirkt gerade so, wie könnte ich es deaktivieren. Aber alle. Oje, oje. Ganz Arsch, ganz Arsch. Okay, willst du das? Kann ich da schon wieder machen. Da schießt einer sogar noch, bist du deppert. Ist ja wahnsinnig. Was kann ich denn da machen? Opfer mir da eine. Das würde mich jetzt auch interessieren. Hätte ich wahrscheinlich von draußen da. Okay. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Die Waffe ist aber nicht schlecht. Die Waffe ist so schlecht, was ich habe. Sonst hätte ich gesagt gehabt, okay. Dann hätte ich einfach drauf geschossen. Das kann ein bisschen lang dauern, Alter. Wieso hast du so eine geschissene Waffe? Mit einem anderen, Alter, wäre ja mehr gegangen wie nix. So, dann holen wir den anderen dazu. Und das schießt eh schon wieder auf mich. Oder wie auf mich schießen. Jetzt muss ich ausgehen. Die Munition müsste ja abgehen. Von da oben, Alter, bist du wahnsinnig, du Huren. Ja, ich bist. Darfst dich nicht wundern, dass du bist. So, da. Was? Bin schon. Was? Das ging aber von jetzt auf heute. Das geht aber nicht. Passt weg. Schon wieder da. Ah, gut erkannt. Na Gott sei Dank kannst du niemanden rufen. Wo willst denn du hier? Das gibt's aber nicht. So, ich mach den einmal mehr. Das ist mir wichtiger. Passt. Dann werde ich sie sehen. So, die Information hole ich mir auch gleich. Sicher, ganz gemütlich. Brauchen wir ja. Sicher, Digi, na sicher. Da, Mutter, bitteschön. Ich werde mal nachsehen. Kein Problem. Im Endeffekt kann man dann eh nur ein paar bestimmte Zeichen machen oder irgendwas. Aber da kann man auch nicht viel machen. Ist aber auch ein Unterschied, so wie ich das mitgekriegt habe. Haben wir doch gehabt, dass das jetzt irgendwas Spezielles ist. Mutter. Ist nichts. Ist nichts Großartiges. Kamera? Mach mal wieder auf, bitte. Sonst wird's da vielleicht den ein oder anderen Alarm geben. Na warte, da muss ich aber eine schauen. Da gibt's was zum Anhören. Hey, Prinzessin, wollte nur deine Stimme hören. Oh, das ist neu. Das heißt für dich aber her, Prinzessin, gell? Irgendwie schon. Zu. Vielleicht ist es ja nichts, aber ich werde hier ein wenig paranoid. Ich dachte, das Nexus-Büro wäre ein toller Aufstieg. Das stimmt. Aber, weißt du, hier ist es mir zu laut. Klar. Perfekt. So, gönnst du mal wieder. Und dann haben wir sie nur den... Na, weißt du was, da kann ich aber auch den da nicht nehmen. Viel haben die aber nicht zum Reden gehabt. Werde da. Yes. Ich würde sagen, das geht sich nicht mehr aus. Ja, sicher, es muss ja ausgehen. Mit ein bisschen Anlauf wird das schon möglich sein. Komm. Okay, passt, Digi. Boah, du Huren. Also, ja, du kannst dir das ja wieder nicht nehmen. Na, geh, Alter. Das ist so ein Schmutz. Es gibt's ja nicht, dass du den Scheißdritte wieder nicht nehmen kannst. Das ist ja nicht normal. So, da, wart. Geht das da von der Seite? Von der Seite? Schauen wir mal. Nein, von der Seite auch wieder nicht. Wie will ich das dann wieder reinhauen? Ach so, da ist eh die Leisten. Ah, schaut wieder Arsch aus. Da, wart. Ich geh da ein bisschen noch näher hin. Dann passt das schon. Boah, wenn ich das nächste Mal stream. Puh. Oh Mann, Alter, geschissen. Da.
Jetzt wird einmal gestreamt. Das wird dann wahrscheinlich einmal bis zum Abend einmal gehen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Dann wird vielleicht noch das Spiel gewechselt. Ich habe mal wieder Bock auf Cyberpunk. Auf alle Fälle. Aber wer weiß, vielleicht auch ein bisschen Godfall. Temtem sollte ich auch spielen. Temtem würde mir auch reizen. Oh, gar nicht mal so schlecht die Masken. Gar nicht einmal so zwider. Kann ich denn da schon eine? Ja, sicher nicht, weil ich muss erst einmal die ganzen Sachen machen. Ah, da hätte ich aber die Drohne jetzt gebraucht. Gibt es denn nicht zufällig noch eine geschissene Drohne, die was da jetzt herumfliegt? Das wär's. Wurscht. Brauchen wir das so. Das kann jetzt aber nicht der Ernst sein, oder? Das kann jetzt nicht der Ernst sein, oder werden den Scheißdreck dann wieder aktiviert? Also beides extra, oder was? Na, geschleichte. Na. Geh. So, oh, da haben wir sie. Sehr schön. Dann tun wir das gleich mal entsperren. Kommen wir da auch wieder. Na, das geht einmal nicht. Was sind wir da hin? Sonst hätte ich gesagt gehabt. Ja, genau, dann machen wir das gleich so. Dann tun wir das gerade machen und tschüss. Haben wir eh schon gedacht gehabt, da gibt es aber nur die eine Seite. Es geht immer passt. Aha, geht eh schon bis unten. Na dann, voll easy. Ja, hupf runter, ist lustig gesagt. Ja, da kannst du runter hupfen, Burli. Da kannst du runter hupfen. Sonst bist du gleich hier auch noch. Ah, die Mitarbeiter kommen langsam wieder zurück. Na, wie schön. Was? Ich hab gedacht, das ist schon hinter mir. So, vielleicht hätte ich... Ah, Alter. Aber doch, komm. Okay. Ja, also, jo. Passt nicht mehr schauen, Bulli. Ist schon deaktiviert worden. Ah, da kommt eh vielleicht noch mehr. Du bist ein Naturtalent. Als nächstes warten wir darauf, dass Naut sich wieder bei uns meldet. Aber warte nicht hier. Das wäre eine Scheißidee. Das war mir auch klar. Dass das eine Scheißidee ist. Dafür haben wir wieder alles mitgenommen. Maschallah. Wie ist denn deine Hapschi jetzt? Der, was mich da vielleicht hätte kontrollieren müssen, sonst sehr irgendwas. Gut. Alarmanlage, hallo? Plötzlich ist weg. Ich freue mich, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben. Ich zeige dir den Auftrag, den ich gerade untersuche. Geh zur GBB. Du solltest sie problemlos finden. Na, perfekt. Tun wir gleich mal markieren. Da geht's gleich ein bisschen weiter weg. Sehr schön. Oh, da könnte ich das mit der Propaganda könnte ich gleich machen, wenn ich da vorbeifahre. Für eine Musik, Alter. Er will am liebsten gleich Selbstmord machen. Gibt's ja nicht. Das hört sich schon fast so wie die ganze TikTok-Scheiße, wo sie mit dem Arsch wackeln und es war jetzt aber unabsichtlich, gell? Nein, doch nicht. Bam, Alter, schön gemacht. So, und es geht wieder weiter. Gib Gas, Alter, gib Gas, Digi, gib Gas. Ich sehe mich jetzt schon 10 Mal fliegen. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß nicht, wer das Motorradl hat, aber ich glaube, das ist ein bisschen vom anderen Ufer. Heute bei The Upload. Wir oder Madl? Madl, Leute, hat sie das gegönnt, sicher. 100%. Gründerin von BrokerTech. Jeder kennt ihren Namen, aber kaum jemand weiß wirklich mehr über sie. Heutzutage sehen wir sie als Brokerin. Alter, der fliegt gleich so leicht, oder bist du deppert? Als sie BrokerTech gründete. Das Unternehmen, das bekanntermaßen das ist gleich hier auch noch. Ich hab ja gesagt gehabt, der fliegt mindestens zweimal. Ja, das könnte schon die perfekte Musik sein für die Stimmung.
Erinnert mich ein bisschen an die Beatles, aber ist ja wurscht. Die Beatles kriegen nichts mehr. Servus Digi, moin! Alles klar, alles Paletti! Bleib oben, du Huren. Bleib oben. Scheiß Mozart-Musik. Oje, was ist denn los, Digi? Erzähl, erzähl. Also, du wüsst halt nicht, das kann auch möglich sein. Ah, der fliegt sicher. Nein, nicht einmal. Hi, hi. Sei unabsichtlich. Hi. Ich vor. Ja, wieso wieder der plötzlich jetzt? Oh, ich bin ja gesucht, noch. Oder vielleicht dann nicht. Oh, Foxy, na sicher. Oje, wieso? Gab's einen Bug oder irgendwas? Naja, aber du müsstest nicht komplett von neu beginnen. Außer du hast gedacht, dass du vielleicht einen Fehler gemacht hast, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast, nur damit du jetzt von euch beginnen müsstest. Und tschüss. Das nächste Fahrzeug. Super, wart. So, rückwärts und tschüss. Ich wundere es, dass ich noch nicht einmal irgendwie geflogen bin. Das wundert mich jetzt aber schon sehr. Muss mich aber jetzt langsam kurz einreißen. Das weiß jeder Bescheid. Früher galt sie als zu viele Fehler gemacht, das ist ja wurscht. Jetzt gilt sie als was genau für einen Fehler hast du denn gemacht? Von den Entscheidungen her oder was? Oder wegen einer bestimmten Trophäe? Das kann auch möglich sein. Eine große Veranstaltung mit viel Security. Zum Glück habe ich einen Zugangspunkt auf dem Dach gefunden. Da kannst du ins Gebäude gucken. Was hast denn du da, Burli? Ich hab da den Diamanten gesehen, das würde mich jetzt einmal interessieren. Und tschüss. Okay. Gar nicht einmal so zwider. Zu viele. Wenn du sagst. Okay. Na, Hallöchen. Wie schaut denn die aus, Alter? Kann man überhaupt mit dem reden? Weitergehen. Hi. Wer nicht auf der Liste steht, kommt auch nicht rein. Oh, ich bin nicht auf der Liste? Wie heiße ich denn? Bitte. Moin, weitergehen. Noodle King ist mal wieder am Start. Das kann lustig werden. Ich gehe einfach trotzdem einen Scheiß rein. Ein bisschen Abstand, ja? Ah, okay. Okay. Ich könnte eigentlich rekrutieren und dann komme ich eigentlich an. Ich könnte sicher mal wieder anders. Ah, scheiße, jetzt habe ich Dings Deins jetzt überlesen. Mal wieder bemüht, er so. Oh, Huren da. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Wann müsst ihr eigentlich wieder in die Schule gehen? Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich muss eh dann wieder hackeln nächste Woche. Ah, puh. Geht mir jetzt schon was. Wieder will lieber einfach wieder Streams machen. Wieder einen Monat lang. Das wär viel geiler, Alter. Aber das ist mir eh so wurscht. Ist eh besser heutzutage, dass man hocken hat. Man weiß eh nie wegen scheiß Hunds Corona. Lieber einen fixen Job als wie nichts zu haben. Also beschweren sollte man es eh nicht. Okay, von daheim aus. Alles klar, Schlafrhythmus, kompletter Marsch, sicher. Gib der Alte, die hat nichts Besseres verdient. Bracki, Alter, komm. Ja, schön, komm. Eine gescheite, eine linke, Alter. Es ist eine linke, Alter. Die Depperte, Alter. Weil die können sich nicht gescheit bewegen. Okay, komm. Gib der mal gescheit eine. Da wird der nächste kämpfen, da will ich lieb, da tun wir, können wir die Störung machen und tschüss. Tschüss, Papa, Levi. Was heißt da, welches Geräusch oder geschossen? Was war das jetzt wieder? Ich hab's einfach mitgenommen. Hauptsache, ich hab's mitgenommen anscheinend. Ui, da habe ich schon wieder was zum Deaktivieren. Kann ich auch wieder nur Kampfdrohne mal wieder. Ach, du Scheiße. Ah, fangst du jetzt mit uns an, oder wie? Vom 10. bis 31. Okay. Mach den einmal mehr, ja? Tschüss. Schlüssel ist anscheinend da auch am Start. Bipi fein. Da komme ich wenigstens eine.
Muss noch schauen wegen Dings. Wegen Technik. Gescheißender Kuh. Könnte einschlafen. Wo bist denn du schlafen gegangen, Havara? Wo bist denn du schon wieder schlafen gegangen? Du bist sicher wieder irgendwann schlafen gegangen. Ich bin um 1 und hab lang geschlafen halt, bis deppert. Puh. Ich war zwar um 7 schon wach, aber ich die Katzen gesehen, dass bei uns liegen. Bin einfach wieder scheiße. Hab mir wieder doch gehabt, die Scheiß davon geschlafen. Alles, was sie um 5 ausmacht, spielt deppert. Sich im Gehirn ab. Ihre Liebe, ihre Furcht. Was heißt der 30 Träume, FPS? Puh, über 60. Unartigen. Alles elektrische Signale, die zwischen ihren Ohren hin und her laufen. Dieses Ding hier ist leistungsfähiger als jeder Computer. Doch es hat seine Grenzen. Ich sah, wie meine Mutter an der Motoneuronkrankheit starb und dadurch habe ich realisiert, dass wir alle sterben müssen. Okay, oder jetzt erzählt ihr auch noch Lebensgeschichte, ist die Depp, oder ich werde dafür nicht bezahlt. Was, wenn wir das ändern könnten? Sagen wir, wir können ihr Gehirn scannen für einen Upload der Neuralkartierung in die Cloud. Tja, das wäre das Ende allen Leids. Das Ende des Todes und der Beginn einer neuen Gesellschaft, in der Krieg, Unterdrückung, Krankheit, Sorgen der Vergangenheit wären. Hallo, mein Name ist Sky Larson, die CEO von BrokerTech, und das ist Daybreak. Boah, der hat sicher heftig Dreck am Stecken, ich hoffe's. Da Sie sich alle für unsere Warteliste angemeldet haben, möchten Sie sicher sehen, wie Daybreak funktioniert. Doch zuerst bitte ich die Techniker um die Unterbrechung der Live-Übertragung. Schließlich sollen keine ungebetenen Gäste Aufnahmen von Interna machen. Daybreak ist ein Darstellungssystem zum Scan Ihres... Was? Ich hab nichts gedruckt. Ihr wollt alles sehen. Im Februar habe ich Geburtstag. Am 5. Wahrscheinlich wird es eh fix wieder ein Scream geben. Da wird wahrscheinlich nur in der Früh gefeiert mit der Alten. Und dann soll es scheißen gehen, Alter. Da gibt es gleich mal einen heftigen Scream. Jetzt ist er aktiv. Aber da oben ist anscheinend auch noch einer. Irgendeiner? Es ist ja okay, jo. Ein ganz spezieller, aber ist ja wurscht. Knackbuch und Hüß. Der war mal ein spezieller. Hupfen wir da, hupfen. Nein, Batman. Nein, hupfen wir da. So, einmal da. Yes. Das wird jetzt gleich wieder durch. Nein, Gott sei Dank nicht. So, wart, ich muss mir das kurz wieder anschauen. Einmal kurz entsperren aus dem Gebiet und dann lese ich mal kurz die Kommentare wieder durch. Wenn es zu lang ist, dann sehe ich es leider nicht mehr rechts unten, das ist Arsch. Das gefällt mir nicht. Aber vergrößern, also länger machen kann ich die Kommentare auch nicht. Muss ich immer aufs Handy schauen, so Arsch. Ich habe mir eh schon gedacht gehabt, dass ich mir da vielleicht irgendwie so ein Tablet nehme oder so und das dann irgendwie so maximale Größe machen soll, aber ist ja wurscht. Okay, passt, Digi. Danke wieder mal fürs Vorbeischauen, wie immer. Da ist der Deadsec, der große Auftrag. Du willst Sky Larson zu Fall bringen? Oh, viel mehr als das. Das Problem ist, Larson wurde seit fast 2 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Und man kann kein Hologramm töten. Nur mit den Katzen. Ich habe versucht, sie aufzuspüren. Ich habe auch ihr Haus hier in London gefunden, aber... Tja. Du weißt schon, dass Larson ein echtes Genie ist? Sie ist die Königin der KIs. Was hat sie denn bloß getan, das einen Mord rechtfertigen würde? Eine Menge. Aber das solltest du selbst sehen. Ihre Villa steht in Westminster. Was du da zu sehen kriegst. Sie hat die Verbindung getrennt.